Moin, liebe Leute, hiermit startet die definitiv letzte Folge Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marsch, Vierfach-Map 2-1 ohne Gräben im LS17 und ich bin dabei, alle Fahrzeuge, die ich habe, zurück zum Hof zu beordern, um dann hier vernünftiges Gruppenbild mit landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen zu machen und ja, wie gesagt, ich bin da fleißig bei und diese Folge hier, die wird so lange gehen, bis ich alle meine Fahrzeuge am Hof habe. Soll alles schön aufgestellt werden hier. Schön hindrapiert. Schön nicey, nicey, nice aussehen. Festgestellt, dass ich viel weniger von meinen MAN-Fahrzeugen habe aus meinem Transportpack, als ich eigentlich angenommen hatte. Wieder runter zur Holzverarbeitung. Holz. Das ist der nächste. Den Haken liften. Ach, ist auch schön, dass da das Gras durch die Plattform durchwächst. Großartig. Und auch du musst natürlich wieder zurück, weil ich da ja doch ein paar mehr von habe. Atemlift. Dingern. Jetzt, jawohl, auf geht's. Dann noch so ein bisschen gucken, wie ich das denn da aufteile genau, was ich wohin stelle und das alles vernünftig drauf passt. Im Moment ist das ja alles eher so ein bisschen provisorisch zu sehen. Das stellen wir erstmal hier ab. Temporär. Dem fahren wir jetzt auch einmal runter zur Holzindustrie. Hofholz brauchen wir. So, warten wir jetzt den Wegpunkt aktivieren. Geht am Hof. Auch Hof. Thank you.
um den hier. Alles da rein. Ja, nicht schon mal den Kurs aussuchen. Zof. Ja, Baumstämme hätten wir hier auch noch zu Genüge gehabt. Ja, muss ich gleich noch zweimal hierher fahren. Hat sich das auch erledigt, das ist doch schön. Zof, genau schon mal. Mhm. Na, hoffen, dass wir das alles hier noch unterkriegen. Kriegen wir. Ja, muss ich vielleicht auch noch dreimal fahren. Nee, muss ich, oder? Nee, muss ich gar nicht. Zweimal noch. Vielleicht nicht zu 1000%. Ach, ich habe den hier ja auch noch. Ja, den kann ich gleich aber noch eigentlich mitnehmen mit einem Hakenlift. Da bin ich aber mal mächtig scheiße gefahren. Mit Zwillingsbereifung vorn und hinten auch längst nicht mehr so wendig wie sonst. Oh, was ich da gemacht habe. Anhänger habe ich gar nicht mehr gedacht. Ein Holzanhänger habe ich nicht mehr gedacht.
Einführung. Hofholz. Den noch einmal, den anderen noch einmal. Ja, wir nähern uns auch mit Riesenschritten zeitlich eigentlich schon dem Ende, aber ich habe ja gesagt, ich ziehe das hier durch. Diese Folge dauert so lange, wie sie dauert. Das ist mir jetzt mal völlig egal. Ich stelle hier einfach die ganzen Fahrzeuge zusammen. Ob ihr es wollt oder nicht. Würde mich freuen, wenn ihr mir dafür keinen Daumen nach unten gebt. Ist hier so ein bisschen, vielleicht ein bisschen was mit Sentimentalität zu tun auf meiner Seite oder so. So, hier so ein Mini-Gerät. Naja, da können wir erstmal komplett hier stehen bleiben. So. Der Hakenlift hat das Ende der Route erreicht. Abfahrer entlassen. Bus können wir löschen. Und wo war jetzt diese Absetz-Dingenskirchen da hinten Schanze? Holzhof. Ja, damit wären eigentlich die 15 Minuten um für heute, aber ich ziehe das jetzt durch. So viel ist es auch nicht mehr, tatsächlich. So viel ist es nicht mehr. Im Auffüllen können, aber egal. Wahrscheinlich werde ich diesen Spielstand nie wieder anpacken und weiß es ja nicht. Unserem Multiplayer-Stream haben wir jetzt übrigens alle Felder gehabt. Alle. Und haben immer noch 50 Millionen auf dem Konto oder so.
Der muss auch unbedingt zum Hof. Das ist schön schnell, ne? Er ist wenigstens schön schnell. Lift hat durchdrehende Reifen. Ja. Moin, Hermann. Prost Mahlzeit. Mein Feld, darf ich rüberfahren? Mein Stoppelfeld. Will ich auch machen, was ich will. Und mir keiner was. Keiner. Aber dass ich nur so wenig davon habe, das verstehe ich nicht. Verstehe ich echt nicht. Wow. Wow, wow, wow. Mehr kann ich nicht sagen.
Ah ja, stelle ich mich dann hier weiter unten hin. Bleib ich da hier hinten stehen? Ja, aber. Ich eigentlich. Mal raus hier. So, da komme ich dran. Was denn da? Wenn ich mich dann gleich mal umkümmern. Vorne vorher noch locker Maschinen oder Anhänger oder so positionieren. Das ist ja dann gar kein Thema. Schön rein. Ist schon echt gewaltig, was hier zusammengekommen ist im Laufe der Zeit. Big M's kümmern um die beiden. War ja auch noch was aussehen hier. Ihr habt doch hier noch ein Big M irgendwo in der Halle. Da ist er. Thank you.
So, jetzt kommen die ganzen Drescher mal dran. War ein bisschen daneben, ich weiß. Leute, ich würde mich übrigens sehr freuen, wenn ihr mich bei meinen LS19-Projekten genauso unterstützt, wie ihr es beim LS15 getan habt. Das war echt der Hammer, echt der Kracher. Vielen, vielen Dank für jeden Kommentar, jedes Like, jedes Dislike, jedes Abo. Jede Spende über Tippi-Stream, jeder Einkauf in meinem Merch-Store. Vielen, vielen Dank für euer Vertrauen, für eure Unterstützung. Ihr seid echt der Kracher. Also wirklich, finde ich großartig. Macht das gerne weiter im LS19, würde mich tierisch freuen. Würde mir auch tierisch viel bedeuten. Und ja, mal gucken, was es denn an Projekten so geben wird im LS19. Ich weiß es noch nicht, ich habe mir noch nicht viel überlegt. Erstmal werde ich die Felsbrunnen erkunden. Aber was dann kommt, das kann ich noch gar nicht sagen. Auch mal abwarten, was für Maps kommen, wann diese Maps kommen, was für Mods kommen und so weiter und so fort. Da ist ja noch viel, viel, was noch gar nicht klar ist. Noch einer. Mann, Mann. Oh ne, nicht wieder hier festhaken. Nicht festhaken. Habe ich jetzt keinen Bock drauf. Leute. Ja, von mir aus da quer durchfahren. Ja, da passt sie nicht, das ist klar. Komm. Ach Mann, ey. Ah, ich habe ja hier so einen Kameramod drin, dass die Kamera nicht immer hin und her springt. Ist manchmal ganz hilfreich. Aber manchmal auch voll nervig. Also jetzt zum Beispiel.
ist ja auch schon mit dem Ende. Okay, ich habe eine Idee. Der hier kann erstmal natürlich weg. Brauchen wir dafür nicht. Stellen wir jetzt einfach hier vor. Mittig. Mittig habe ich gesagt, nicht so ein Quatsch. Komm. Ja, gehen wir jetzt eben zu Fuß hin. Steht ja hier vorne gleich. Sieht aus wie eine, so eine Landmaschinenausstellung hier, ne? Oder? Gebrauchtverkauf. Kommt vorbei, kauft ein. Jetzt müsste ich eigentlich mal meine ganzen Cargosse. Holmer muss ich ja auch noch irgendwo hinstellen. Machen wir doch jetzt erstmal. Auch nun nicht bei jedem Holmer, was nicht jedes einzelne Schneidwerk sozusagen haben. Entschuldigung. Ist der Holmer. Da läuft noch ein Motor. Komm, aussteigen, hinlaufen. Und das hier ja auch nicht bis ins Exzess ziehen, ne?
Ja. Das ist auch ein Yoskin, okay. Es ist unglaublich, oder? Fährt er. Und keine Kreuzungspunkte anzeigen. Das wird hier auch eine Mega-Ausgabe, oder? Fast eine Stunde Finale. Und wahrscheinlich mega langweilig für euch, oder? Dafür kommt ja auch alles 19. Jetzt einfach mal alle irgendwie ein Karos haben. Da kriege ich mich jetzt mal durch. Bin auch noch zwei Stück oder was an. Das dauert hier auch noch, bis das fertig ist.
So, das ist schon der nächste. Keiner mehr, da stehen aber noch zwei Stück drin. Die kann ich dann direkt im Anschluss holen. Oh Mann. Und überhaupt kein Ende. Ich gedacht, dass das eine ganze Woche dauert, hier nur meine Fahrzeuge alle auf dem Hof zu fahren. Besoffen. Das dauert hier noch ewig. Leute, wenn ihr abschaltet, bin ich euch überhaupt nicht böse. Guckt mal, wie viel ich hier noch habe. Guckt euch das an, ey. Die ganzen Fahrzeuge hier, die ganzen Anhänger. Überhaupt. Jetzt nicht jedes Mal zurückfahren, wenn ich hier noch irgendwie alles voll Traktoren stehen habe. Macht ja keinen Sinn. Mir auch hier meine Traktoren wegholen. Die sind ja eh auch noch alle darunter. Dann habe ich keinen Bock mehr. Versteht ihr das? Ah, ne, versteht. Den hier habe ich auch viel zu wenig gefahren. Ist aber auch irgendwie ein bisschen eine Nummer zu groß hier für den. So,
ob die Aufteilung, wie ich das da jetzt alles so hinstelle, das so Sinn macht, da jetzt mal dahingestellt. Macht wahrscheinlich auch keinen Sinn, eigentlich hier so einen großen Anhänger vor so einem kleinen Cargos zu stellen, aber Spaß. War bestimmt noch eine halbe Stunde zu tun und ich bin schon fast, ja, 50 Minuten bin ich schon dabei, nur hier meine Fahrzeuge zusammenzusuchen. So ein Dolly und so, den lasse ich dann da stehen. Sind wir nicht drauf an. Auf die Stumpenfräse wäre es eigentlich auch nicht drauf angekommen, aber naja, der Vollständigkeit halber, ne? Ist dann doch. Wo ist eigentlich mein Dingenskirchen? Wie heißt der denn? Mein Fast Track? Ja, habe ich den rausgeschmissen? Mach wohl. Kann mich zwar nicht dran erinnern. Oh. War vielleicht dann doch etwas sehr eng. Mache ich denn hier, ey? Wie der erste Mensch. Ich bin euch absolut nicht sauer, wenn ihr mir bisher ja nicht mehr zuguckt. Ich würde ja selber am liebsten jetzt aufhören. Ich habe echt tatsächlich keinen Bock mehr. Aber ich will das jetzt durchziehen. Der Ladewagen, den ich genau einmal benutzt habe. Feld 45, was aber sehr gut funktioniert hat, muss ich sagen. Daneben stelle ich dann gleich mal die ganzen anderen Überladewagen. Da haben wir ja noch einen von, den holen wir uns auch gleich. Ah, Mann, habe ich eine Flotte hier gehabt. Das ist eine Kohle. Ist das eine Kohle?
Der normale Landwirt hier, der würde sich ins Fäustchen lachen, wenn er so eine Flotte hätte. Oder würde sich erschießen, allein schon wegen den Wartungskosten. Ja, in Wirklichkeit kannst du sowas gar nicht bringen. Für einige Fahrzeuge einmal benutzt oder so. Trotzdem stehen sie hier. Eigentlich kannst du es nicht bringen. Aber, hey. Es ist, wie es ist. Kommen meine anderen Überladewagen. Dünger. Da habe ich auch 3 bis 12. Dünger und Saatgut. Aufpassen, was man da abkoppelt. Eigentlich am liebsten würde ich jetzt unterbrechen und dann noch eine neue Folge machen. Jetzt gerade gar keine Lust mehr. Ich glaube, das mache ich auch. Das mache aber keine neue Folge, sondern ich schneide das dann einfach. Speicher das hier. Oh, 6 Stück habe ich von den Dingern. Nee. Leute. Es wird jetzt gleich einen Schnitt geben, aber ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich speichere das jetzt. Ich verabschiede mich nicht, sondern es geht gleich weiter. Für euch ist es kein Unterschied. Ich nehme aber morgen erst weiter auf. Ich habe echt keine Lust mehr. Das ist mir hier zu viel. Die Folge wird immer länger. Wir sind jetzt bei knapp einer Stunde. Und eine halbe Stunde habe ich bestimmt noch zu tun. Ja, ne? Ihr merkt da nichts von. Bis gleich. Kleiner Schnitt. Und wir sind in einer neuen Aufnahmesession. Und beenden hier das Projekt Nordfriesische Marsch im LS17. Wir fahren alle Fahrzeuge zusammen, um um zu gucken. Ah, da habe ich auch noch Fahrzeuge bzw. Anbaugeräte. Ja gut, macht aber nichts. Und da steht auch noch alles voll. Naja, wir haben ja Tankfässer. Stelle ich mal hier hin. Später platzieren. Ach, kann sich jetzt nur noch um Stunden handeln. Das sind gar nicht meine Überladewagen, oder? Doch. Ja.
So, was haltet ihr denn jetzt vom LS17? Also ich habe jetzt tatsächlich einmal schon reingeguckt, gestern. Ja, okay. Ist ein Spiel, kann man spielen. Aber ich sag mal so, wenn es jetzt noch nicht rausgekommen wäre, hätte ich da auch noch mitnehmen können. Ganz klar, also ne, ich finde es nicht schlecht. Will es gar nicht schlecht reden. Es hat bei mir auch so halbwegs ohne Probleme geklappt. Heute Abend gibt es dann ja auch den ersten Multiplayer-Livestream hier auf dem Kanal. Wollen wir mal gucken. Ich habe also heute unseren Server umgestellt auf LS19. Da gab es dann schon mal gleich ein paar Probleme. Sprich, ich krieg immer Fehlermeldungen, dass er also die kleine Map-Datei nicht finden kann. Damit habe ich dann auch Probleme mit der Didi-App, weil ich da dann keine kleine Karte angezeigt kriege. Aber es gibt schlimmere Probleme. Und ich hatte Probleme von den Mods aus dem Mod-Hub. Hatte ich bei einem ein Problem, das zu installieren, das ging nicht. Ich hatte also auch mit dieser Karte, hatte ich den Support von Giants angeschrieben. Ich hatte auch noch eine Warnung in der Gamelog. Ich habe nicht den Support von Giants, sondern von Game.de angeschrieben. Da sind wir ja mit dem Server noch bis Ende Januar. Und die schrieben dann zurück, das ist ein Problem von Giants. Und mit dem nächsten Patch soll das behoben sein. Also mit dem nächsten Patch für die Server-Software. Ja, lassen wir uns mal überraschen. So, gibt ja auch eine neue Didi-App für LS19. Aber die zeigt mir zum Beispiel im Moment noch keine Miniaturansicht der Felsbrunnen an. Ja, ansonsten kann ich sagen, dass ich jetzt gestern bei Facebook gelesen habe, dass tatsächlich auch der GPS-Mod wohl gerade in Arbeit ist, schon getestet wird, erste Screenshots von gesehen. Ist noch nicht fertig, aber es lässt hoffen, würde ich sagen. Mein Gott, was haben wir hier angesammelt? Was haben wir nur getan? Über die Jahre. Oder über das Jahr. War ja nur etwas über ein Jahr, was wir hier gedoubled haben. Krass. Ja, und ich weiß auch tatsächlich noch gar nicht, wann ich denn jetzt wirklich mit dem LS19-Projekt im Singleplayer starten soll. Aber im Moment, es geht ja auch recht schnell. Ich habe auch schon irgendwo gesehen, dass es wohl schon eine modifizierte, weiß ich nicht, Ravenport oder Felsbrunnen gibt. Ich weiß nicht, was da dran modifiziert wurde, ich habe es nur mitbekommen. Dass es da wohl schon Leute gibt, die da drauf spielen. Die ersten Mods sind da, die ersten leeren Mod-Maps sind auch da, um jetzt Maps zu konvertieren. Der Giants-Editor in der Version 8, der kursiert auch schon im Netz, allerdings noch nicht offiziell bei Giants. Zumindest war das Stand gestern Abend noch nicht der Fall. Aber den gibt es unter anderem wohl auf einschlägigen Mod-Seiten, wo man sonst vielleicht eher weniger was runterlädt. Gibt es den schon zum Download, wo auch immer der herkommt. Kommt, wo auch immer der geleakt ist, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob der bei der CD-Version vielleicht irgendwie dabei war oder sowas. Kann ich nicht sagen. Naja, auf jeden Fall gibt es eben auch schon fleißig Modder, die am Rummodden sind für ein LS19. Also das ist echt eine sehr, sehr, sehr aktive Community mal wieder. Fahren wir mal zur Seite, den haben wir sowieso kaum mal gefahren. Schöner großer Trecker, aber gebraucht haben wir den nie so wirklich. Werde ich erstmal hier irgendwo hin. So.
alle auch noch voll, ne? Also was ich alleine an Wert, so hier an Saatgut und Dünger und so rumliegen habe. Jetzt habe ich natürlich auch vergessen, wie man denn überhaupt fliegt nachher, weil ich würde ja natürlich gerne Bilder von oben machen. Mit allem. Aber auch das kriegen wir hin. Da haben wir jetzt die Seemaschinen dahinter, würde ich sagen. Daneben. Vier Stück habe ich davon. Das ist so krass. Ja, dann holen wir die nächsten. Hoffentlich überschaubar. Ich muss da nochmal. Wobei da steht auch noch so viel Kram. Ey. Wenn ich das alles verkaufen würde, alles was ich im Lager stehen habe, alles was ich an Produkten auch noch habe, alles, was ich hier an Maschinen habe, was ich auch in den Maschinen und so noch habe, an Saatgut, an Dünger, mehrere Millionen. Die vorletzte.
bitte? So. Vorne mit dem wieder klein und fein und wendig und schnell ist. Und jetzt mal die Kartoffellegemaschine. So, weil Baumstumpen fräsen. Unsere kleine alte Sämaschine. Warum habe ich die eigentlich nicht verkauft? Die Kartoffellegemaschine daneben. Und dann sind wir auch bald schon durch. Wie lange nehmen wir denn schon auf? Eine Viertelstunde jetzt. Und wieder in dieser Session. Ja, dann wird das locker eine 1,5-Stunden-Folge. Oder noch länger. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon aufgenommen haben. Es gab ja, wie gesagt, vorhin diesen Schnitt. Einfach daran, dass ich den Abend keine Lust mehr hatte nach über einer Stunde. Ich hatte ja vor allem vorher auch schon andere Folgen aufgenommen zum Aufstellen der Fahrzeuge und da war einfach mal Schicht im Schacht.
So. Machen wir noch eine Reihe davor, würde ich sagen, und dann Traktoren, oder? Also Dollys, mein Gott, sollen sie hier rumstehen. Komm ich mit klar. Ups. Geht alles ein bisschen voll hier, ne? Einen Schwader, den wir gar nicht so oft brauchen. Die Big M Schwadablage beherrschen und die Drescher natürlich auch. Und Heu haben wir ja kaum gemacht. Wenn wir mal auf der anderen Seite daneben. Weil der so lang ist. Ist sogar noch was drin. Großer Landmaschinenflohmarkt hier bei uns. Kommen Sie rüber, kommen Sie ran. Hier werden Sie genauso beschissen wie nebenan. Der erste Ultima. Ganz wichtig eben, ne? Ist der Ultima fixladen, sonst kann ich den Spielstand zerschießen. Wenn ihr
mit Cosplay laufen lässt und dabei war ich gerade in das Spiel beendet. Mal gucken, wann die denn wiederkommt oder ob die denn wiederkommt im LS19. Und dann auch noch unsere Gowall. Mutter aller Ballenpressen sozusagen. Es wird nicht weniger. Doch, es wird weniger. Alleine die vier großen Kondors, ey. Geh durch. Eine Gowall. Eine Gowall oder Gölweil? Ich sag mal Gowall, aber auch wieder so. Das Ö ist dann nur drin, damit es irgendwie deutsch klingt oder so. So wie Hagen das. Jetzt ohne mal Werbung machen zu wollen, aber ihr kennt die Marke bestimmt. Es klingt schön skandinavisch, dänisch. Hat aber wohl, wie man mir sagte, gar keine Bedeutung. Das ist eine amerikanische Firma und die wollten einfach, dass das irgendwie dänisch klingt und haben sich dann einen Namen ausgedacht. Hat aber damit eigentlich gar nichts zu tun, so mit Dänemark. Kommt eben, wie gesagt, aus den USA. Vielleicht ist das ja bei Gowall oder Gowall genauso. Ich weiß es nicht. Hinten steht ja auch noch Traktor, der kann mir dann nachher die Anhänger mitbringen, die da noch stehen. Jetzt kommen mal eben hier die wobei halt. Erst ist die beiden Kotte Garant. Ja, erst mein Güllefass. Ah, da steht auch noch ein Düngerstreuer. Ja, den hole ich gleich auch noch. Den mache ich gleich vorne an irgendeinen Traktor hin, dass man den auch sieht. Kleines Gerät, fällt sonst ja gar nicht mehr auf. Großen Maschinen.
So. Daneben kommen die beiden Kotte. Dann kommt das Schellfass und dann die drei kleinen Joskin. Damit habe ich angefangen. Am Anfang gab es hier noch kein Water Throw Add-on, Wassertrog Add-on. Geht jetzt eigentlich der weiter hinten? Der Häcksler. Mann, Mann, Mann. Alles durcheinander geworfen, nur weil ich einmal gespeichert und wieder geladen habe. Ja, ich habe hier im Spiel eigentlich sehr wenig mal irgendwie was, da jetzt mal sehr wenig geliehen, sondern eigentlich immer gekauft. Ne? Ich habe alle möglichen Geräte immer gleich gekauft. Ich habe eigentlich kaum mal was geliehen. Schiebeschild vorne dran. So, und etwas Ähnliches, das machen wir auch gleich mit dem Düngersteuer. Ja, geiler Sound. Ich weiß nicht, ob ihr Günther, den Treckerfahrer, kennt. Die Comedian, so eine Comedy-Figur. Wenn nicht, sucht da mal nach. Der hat eine CD, die gibt es unter anderem, also ein Album. Das gibt es unter anderem auch bei Spotify. Da sind sich Trecker-Typen Tränenbleche. Es geht so um klassische Traktormodelle. Und, erzählt ja so ein bisschen was und zieht darüber her. Achso, den wollte ich noch gar nicht. Dann kann ich den doch mal nehmen. Zieht so ein bisschen drüber her. Und unter anderem erzählt er eben auch was über MB-Truck. MB-Truck und Unimog. Zum Wegschmeißen. Auch über Schlüter. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Also es geht eben, wie gesagt, um klassische Traktormodelle. So wie Lanz und Hanomag und so, aber eben auch Schlüter und MB-Truck, Unimog, Eicher und was nicht alles. Sehr, sehr, sehr lustig. Kann ich nur empfehlen. Ich kann es hier leider nicht spielen. Copyright-Probleme, aber findet ihr bei YouTube, findet ihr auch, wenn ihr Spotify habt, findet ihr es auch bei Spotify. Zum Schießen. Echt. Also, guckt es euch an.
Schön, dass sich jetzt hier überall die Dinger öffnen. War eigentlich nicht Sinn der Sache, aber naja. Dann ist das so. Kann ich das jetzt auch nicht ändern? Mein kleiner Case. IAC. Wird da auch von dem Günther auch als behandelt. Irgendwie als Unterschichten-Traktor oder irgendwie sowas. Kann ich hier damit um? So einer lustigen Geschichte, aber. Ich meine, wer Günther den Treckerfahrer kennt, der weiß, worauf er sich einlässt. Und der kennt von ihm vielleicht auch seine anderen CDs. Er hat also auch sowas mal, hat sogar zwei über Motorradfahrer gemacht. Verchromte Eier heißt das. Auch sehr hörenswert, definitiv. Und gibt Günther den Treckerfahrer. Er hat auch eine Facebook-Seite. Gibt immer jeden Tag, kann man so einen Spruch hören, also kann man ja so eine kleine Story hören, da erzählt er was. Und ja, hört es euch an. Wenn ihr es nicht kennt, hört es euch an. Ist sehr lustig. Definitiv. Ich fange jetzt schon mal an, die Traktoren hier hinzustellen. Macht so auch eigentlich keinen Sinn, das Frontgewicht da vorne dran mit Frontlader, aber. Ich bin halt hier nichts daran, dass er mir die schon mal mitbringen kann. Gib mir doch auch noch ein
ist der nächste. Übrigens, wenn ihr noch, weiß nicht, wie lange das noch so läuft, aber wenn ihr noch Bock habt auf Nordfriesische Marsch, also Experience hat, glaube ich, macht sein Projekt noch weiter. Und Gacki spielt auch. Guckt da mal rein. Wie gesagt, bei mir ist jetzt heute mit der Folge Schluss mit Let's Play Nordfriesische Marsch im LS17. Und ja, wenn es da weitergeht mit Let's Play, weil das 19 weiß ich noch nicht. Das sagte ich ja schon. Der hat mir hier alles zerdeppert. Der Honk. Den haben wir natürlich auch noch. Den haben wir ja auch noch. Ein Johnny. Nicht, dass wir den vergessen. Mit dem kann ich nachher rumfahren, um die Fotos zu machen. Hahaha.
rausgehen, wo auch immer ich jetzt noch Motor ablaufen lassen. Dem holen wir jetzt eben den Düngerstreuer. Mist. Jetzt müssen wir uns eben in den 1050 reinsteppen. Und erstmal in den reinsteppen. Eben die Fässer. Braucht man nicht sehen unbedingt. Die PKWs. Ups. Das dauert jetzt alles hin. Ah, da ist er. Aber Achtung. Eben umbauen. Umdrehen. Geiler Traktor.
Ups. So. Gleich haben wir's. Die letzten Minuten. Nordfriesische Marsch im LS17. Hier bei mir. Unglaublich. Hier erst. Sollte das schon gewesen sein? So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir denn überall auf der Karte noch was haben. Ja, okay, hier, das ist klar, da haben wir die kleinen Förderbänder, Ballengabel, irgendwie Schneidwerke. Hier oben haben wir auch Förderbänder und da haben wir auch noch eine Schaufel. Ansonsten haben wir alles am Hof. Das ist doch mal sehr schön. Dann steigen wir in unseren Gator und machen mal ein paar Abschiedsfotos. Und dann war es das hier tatsächlich auch. Dann ist Ende Gelände. Dann ist hier Feierabend, Ende Gelände, aus die Maus. Wahnsinn. Was wir hier an Fahrzeugen haben. Hammer. Wollen wir mal Statistiken gucken? So. Also, Schweine, Schafe haben wir 262 Stück. Schweine haben wir 629, Kühe 132. Das ist gar nicht so viel. Und die haben auch nichts mehr. Die sind auch null produktiv. Ja, gut. Asche auf meine Hauptstatistik. Ich habe 5104 Hektar bearbeitet, 869 gegrubbert, 1000 Hektar habe ich angesät, 1530 gedüngt, 1811 abgeerntet, 286 Stunden bearbeitet, 4 Stunden gegrubbert, 65 Stunden gesät, 4257 Kilometer bin ich gefahren. Ich habe 42.776 Liter Treibstoff verbraucht. Fast 580.000 Liter Saatgut, fast 400, ja, über 484.000 Liter Dünger, 7.054 Ballen habe ich gepresst, 114 Bäume gefällt und ich habe insgesamt in diesem Spielstand 365 Stunden gespielt.
Ja, und ich habe 57 Gold-Nuggets gefunden. Hey, Leute, vielen Dank für eure Treue, für euer Zugucken. Und ja, heute am Livestream aus dem LS19. Morgen Match Experience gegen Friesenjung. Das spielen wir, bis einer von uns 8 Kühe hat, bis einer gewonnen hat. Guckt da gerne zu, schaltet rein und irgendwann werdet ihr auch LS19 was von mir sehen, außer der Livestreams. Irgendwann kommt da auch ein Let's Play. Ich weiß noch nicht genau wann. Ich muss mal gucken. In der Zwischenzeit versuche ich mich ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, was das Modden angeht, damit ich dann zumindest erstmal mein Transportpack rüberbringe in LS19 und irgendwann, wenn der Bedarf besteht, auch mein Zwischenlager für die Nordfriesische Marsch. Und vielleicht fallen euch ja andere Karten ein, die so in Zukunft kommen werden, wo man auch solche Zwischenlager verwenden könnte, wo man die gebrauchen könnte, dann schreibt mir das dann gerne irgendwie irgendwo in die Kommentare rein, bei irgendeinem Video oder wo auch immer. Und ja, vielleicht kann ich da dann was bauen und euch zur Verfügung stellen. Ich gucke mir nochmal hier diesen Flohmarkt an. Also wenn jemand günstig gerade noch irgendwie Fahrzeuge braucht, kommt vorbei, hier Nordfriesland 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Nordfriesland, wie auch immer die Adresse hier ist, egal. Ich bedanke mich bei euch ein allerletztes Mal im LS17 und also auf der Nordfriesischen Marsch im LS17 und sagt ciao!